klappt ja nur heute. So. Genau, wir sind schon wieder da und wir haben dieses Mal den singenden Stöckel mit dabei. Und wer den singenden Stöckel kennt, der weiß, wie wunderschön er singen kann. Und wir haben aber auch heute wieder was Neues gemacht. Und zwar werden wir euch erläutern, wie der singende Stöckel eigentlich auf diese Bühne gekommen ist und dazu gekommen ist zu singen. Das interessiert euch alle brennend, nicht wahr? Ja! Ja! Und genau, dafür lese ich euch aus meinem Märchenbuch vor. Da geht's schon los. Und setz mal meine Lesebrille auf. Ja! Ist das denn laut genug aus der Hinter? Könnt ihr den Stöckel gut hören? Ja! Gut! Kriegt jemand da Probleme mit seinen Hörgeräten oder so? Ich glaube, das geht noch lauter. Müssen wir das machen? Der Stöckel sagt, er kann euch auch gut hören. Das ist wichtig. Interaktion mit dem Publikum finde ich immer wichtig. Genau. Also, wunderschön, der Stöckel hat seine Stimme schon gefunden, das dauert auch manchmal länger. Deswegen überspringen wir jetzt ein bisschen was von dem Märchen Vorspann. Es geht natürlich los mit Es war einmal. Und dann kommt ganz viel uninteressantes Zeug. So, und dann wird es ganz spannend. Eine wunderschöne, jugendhafte Sängerin. Ja, freut sich immer über Applaus. Steht nach ihrem Auftritt im Backstage. So, im Backstage steht sie. Und da freut sie sich über ihr Debüt, ist aber alleine da und denkt sich, ach, ganz alleine jetzt hier, guckt sich um und dann sieht sie etwas und riecht den Geruch von rotem Plastik. Denkt sich komisch, ich habe gar nichts aus Plastik an, was ist denn los? Und ja, dann hört sie eine Melodie aus dem Nichts. Eine Melodie. Phantom Solo.